Hey Party People, voll krass, in 3 Tagen ist schon Weihnachten. Die Zeit ist jetzt echt mega schnell vergangen. Und ja, dafür habe ich den heutigen Sonntag eigentlich noch gar nichts zustande gebracht. Wir haben gestern ziemlich viel gefeiert. Und ja, deswegen habe ich es mir jetzt einfach mal ein bisschen schön gemütlich gemacht hier in meinen chilligen Sessel mit meiner. Oh, ich liebe diese Donald-Decke. Die gab es damals zum Mickey Mouse-Abo dazu. Also das war auch der Grund, warum ich ein Mickey Mouse-Abo abgeschlossen habe. Und ja, jetzt hat nebenbei so ein bisschen, also ich habe Borderlands 3 angefangen auf der PlayStation. Multitasking bin ich aber heute gar nicht fähig, deswegen ist die Serie, also das konnte ich nicht so kombinieren miteinander. Und ach, ich freue mich übrigens, euch auch heute mal die andere Seite meines Zimmers zeigen zu können. Das war auch so ein Grund, warum ich diese Perspektive jetzt gewählt habe. Ja, gut, dann nur kurz. Ich habe mich heute übrigens auch getraut, da ich bin erst seit 3 Stunden wach, wir haben jetzt 5, mal wieder meinen Ofen anzuschmeißen, weil nach meinem Dilemma habe ich tatsächlich keine Pizza mehr gemacht, aber heute war ich so faul und dachte mir so, ja, yeah, ich mache mir mal einen Flammkuchen. Hat auch gut geklappt, ist nichts verbrannt, mir geht es super, bin auch brav dabei geblieben und habe es nicht anbrennen lassen. Gut. Ja, wir haben heute natürlich auch ein super tolles Überraschungspaket, das wir noch auspacken wollen. Es ist ziemlich schwer. Wir haben die Nummer 22. Echt krass, nur noch 3 Pakete. Übermorgen ist Weihnachten, leck. Okay. Wir machen erstmal auf und dann schauen wir mal, was damit. Ich krieg's nicht mal auf. Ich bin so schwach. Wir gehen wahrscheinlich nachher noch auf den Christkindlmarkt. Das ist dann ein Konterglühwein. Na, ich glaube, ich trinke heute nichts. Mensch, Jule, jetzt mach das Paket auf. Ungeduldig bin ich auch noch. Okay, wir haben es offen und mal wieder die beste Seite angepackt. Ich schieb's mal raus. Wow! Wow! Okay. Es ist verdammt DC-lastig. Okay, aber ich habe einen Harlequin. Oh, leck, Spiegel aus der Sicht sehr. Ich weiß schon, warum ich immer aus der anderen Seite die Perspektive habe. Aber es ist ein Trinkglas mit Harley Quinn. Schauen wir mal, ob da noch nicht. Oh, cool, und sie ist sogar auch selber noch drauf. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, so sieht man es. Cool, okay. Ja, doch, daraus trinke ich schon gerne. Sehr stark. Freut mich. Oh je, ich habe echt nur noch 2 Pakete jetzt zum Auspacken. Das heißt also, im Umkehrschluss, es wird auch nur noch 2 Auspackvideos geben. Außer, was ziemlich cool ist, ich habe durch YouTube habe ich jemanden kennengelernt, der mir tatsächlich auch ein Paket geschickt hat. Und zwar von, ich zeige es euch mal, das ist richtig cool, ein Paket von älteren Spielen und Filmen, die er so nicht mehr braucht. Und dachte sich, hey cool, er schickt's oder ja einfach mal mir. Und das sind so Klassiker dabei, wie zum Beispiel Holy Avatar vs. The Maidens of the Dead. Oder auch Unreal Mel. Also es sind schon wirklich alte Spiele, die, ich weiß nicht, aus Windows 95. Nee, das ist doch schon neuer. Nee, aber also auch die Guild 2 ist auch dabei. Und es sind auch Filme mit an Bord, wie The Witch. Oder also so ganz alte, also Filme, Klassiker, denke ich mal. Finde ich cool, habe ich auf jeden Fall was zu tun, kann man auch coole Videos dazu machen, vielleicht auch mit den Spielen, weil die hören sich echt lustig an, also ich werde das auf jeden Fall ausprobieren und ja, ich dachte mir, wenn es auch zukünftig Auspackvideos geben soll, also ihr könnt natürlich auch sehr gerne mir auch mal ein Paket zukommen lassen, ich gebe euch gerne die Adresse oder ich habe ja auch ein Postfach hier in Regensburg, also in 9307 Regensburg und zwar Postfach 110415. Also wenn ihr mir ein Überraschungspaket schicken wollt oder irgendwas, was ich also so ein Video drüber drehen soll, gerne, weil es hat mir richtig Spaß gemacht, die Serie und bedauere es selbst, dass es nur noch 2 Mal dieses Format gibt. Überlegt es euch, weil sonst muss man nämlich wieder bis zum nächsten Adventskalender warten, also wenn es wieder sowas gibt. Gut, ja, ich schenke mir jetzt da wahrscheinlich eine Cola ein, weil da habe ich irgendwie jetzt gerade Bock drauf. Und ich wünsche euch allen noch einen entspannten 4. Advent. Habt einen ruhigen Abend oder feiert, ist mir egal. Hauptsache ihr habt Spaß. Und wir hören uns dann und sehen uns hoffentlich morgen. Macht's es gut. Tschüss.